Dann 440, der Abg. Janky Pürsün, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, hält sie das ökologische Musterquartier Güntersburghöfe in Frankfurt für ein über den Stadtteil hinaus sinnvolles Wohnungsbauprojekt? Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pürsün, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist ein wichtiges Ziel der Arbeit der Landesregierung. Deswegen begrüßen wir es natürlich, wenn Wohnraum geschaffen wird, besonders da, wo er besonders gebraucht wird, nämlich im Ballungsraum, und begrüßen das natürlich grundsätzlich. Die Bauleitplanung ist allerdings Kern der kommunalen Selbstverwaltung. Und dementsprechend ist klar, wie bei anderen Planungsprojekten auch, dass die Kommune, die für die Bauleitplanung verantwortlich ist, alle öffentlichen und privaten Belange sowie gegenläufige Nutzungsinteressen in einen gerechten Ausgleich bringen muss. Letztendlich muss das gemäß des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinden die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt beschließen. Das heißt, Sie beschließen darüber, nicht ich. Vielen Dank. Zusatzfragen, bitte, Kollege Dr. Wilke. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Minister, Sie haben gerade betont, dass das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum hohe Priorität hat. Können Sie mir sagen, wie in Ihrer Einschätzung nach der maximale Quadratmeterpreis beim bezahlbaren Wohnraum sein darf und wie hoch der Anteil von bezahlbarem Wohnraum sein muss, bevor ein Projekt sinnfällig und sinnvoll ist? Herr Minister. Herr Abgeordneter, also so pauschal, wie Sie fragen, kann man das natürlich nicht beantworten. Aus meiner Sicht, wenn Sie sagen Quadratmeterpreis, gehe ich mal davon aus, dass Sie eher in Richtung Eigentumswohnung denken, wenn ich, oder meinen Sie die Fläche? Ja, das kommt darauf an, was da noch am Ende rauskommt. Am Ende entscheidet der Mietpreis. Je günstiger die Fläche, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen günstigen Mietpreis hat und umgekehrt. Ansonsten wissen Sie, dass die Gemeinden von ihrem Recht auch ausgiebig Gebrauch machen inzwischen, in bestimmten Bereichen auch Mindestquoten von beispielsweise Sozialwohnungen festzulegen oder anderen. Bei mir in meiner Heimatstadt sind es 30% geförderten Wohnraum, der im Schnitt angestrebt wird. In Frankfurt ist es inzwischen noch mehr. Aber selbst wenn es nur eine Wohnung wäre, wäre diese eine Wohnung ein Gewinn. Und je mehr es sind, umso besser. Gleichzeitig muss man natürlich darauf achten, dass Quartiere auch noch sozial funktionieren und auch eine soziale Durchmischung haben. Und das gilt, ehrlich gesagt, in beide Richtungen. Vielen Dank, Kollege Pürsün, bitte. Vielen Dank. Bei diesem Wohnquartier oder bei diesem Projekt handelt es sich ja um ein interessantes, modernes, neues mit Wirkung auch in die gesamte Region. Halten Sie denn an dieser Stelle einen Interessenausgleich möglich aller Interessen, die beim Wohnungsbau zu berücksichtigen sind? Herr Minister. Also da es im Wohnungsbau gerade im Verdichtungsraum unterschiedlichste Interessen gibt, würde ich mal sagen, ein Projekt, wo am Ende alle zufrieden sind, wird es wahrscheinlich nicht geben. Gleichzeitig finde ich dieses Projekt auch deshalb natürlich spannend, weil, erlauben Sie mir diese Bemerkung, das Projekt nur möglich wurde, weil das lange von der FDP geforderte Projekt Alleentunnel beerdigt wurde. Das ist nämlich eigentlich das, was lange deshalb nicht bebaut wurde, weil man dachte, dass da irgendwann mal Seckbacher Dreieck und am Ende die Zuführung zum Alleentunnel, die Verbindung sozusagen der beiden Teile der A66 durch Frankfurt funktionieren kann. Und deswegen, in Anführungszeichen, ist da noch so viel Platz, weil da eine Veränderungssperre drauf lag, weil es einen gültigen Planfeststellungsbeschluss gab. Diesen Planfeststellungsbeschluss Alleentunnel habe ich aufgehoben und seit der Zeit kann sich die Stadt Frankfurt Gedanken darüber machen, was sie mit dieser Fläche macht. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja da durchaus schon versiegelte Fläche in diesem Bereich. Und das scheint unstrittig zu sein, dass man auf dieser versiegelten Fläche auch Wohnungsbau betreiben sollte, jedenfalls
in aller Regel sozusagen unstrittig. Wenn ich das richtig gesehen habe, das ist jetzt aber wirklich nur Zeitungswissen, könnte man auf dieser Fläche 800 Wohnungen bauen. Und der Streit geht um die Frage, ob man auch die anderen Bereiche, die bisher nicht versiegelt sind, als eher so eine Art Kleingärten genutzt werden, ob man da auch noch einen Teil davon bebaut oder nicht. Also der Unterschied der innerfrankfurter Debatte ist zwischen 800 und 1500 Wohnungen. Aber nochmal, das muss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt entscheiden, weil die macht den Bebauungsplan. Vielen Dank, Herr Minister. Jan-Gi Pürsün hat noch eine Zusatzfrage. Bitte. Vielen Dank. Also am Ende wird die Stadt Frankfurt natürlich, die Stadtverordnetenversammlung natürlich entscheiden. Aber dieses Projekt, wie Sie es eben ja auch beschrieben haben, hat ja einen langen Vorlauf, über 5 Jahre planerisch. Sind Sie der Auffassung, dass in diesem Vorlauf und Planungsprozess alle beteiligten Gruppen sich da einbringen konnten und sich informieren konnten, um dann auch irgendwann entscheiden zu können? Oder ist dieser Prozess unzureichend gewesen, dass man da noch in der Überlegungsphase sein muss? Herr Minister. Herr Pürsün, das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich beispielsweise fahre jeden Tag an einem Neubaugebiet vorbei, das heißt Bürgel Ost. Das wurde, glaube ich, angefangen zu diskutieren. Das war in meiner ersten Legislaturperiode im Stadtparlament. Das war 1993 bis 1997. Insofern sind die Frankfurter, Entschuldigung, im Vergleich gar nicht mal so langsam. Vielen Dank. Gibt es noch Zusatzfragen? Nicht der Fall. Dann kommen wir, meine Damen und Herren, 441. Der Kollege Pürsün hat die nächste Frage. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Überlebenschancen sieht sie für die Heilbäder und Thermen in Hessen mangels Gästen in der Pandemie? Herr Wirtschaftsminister, bitte. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die hessischen Heilbäder und Kurorte mit ihren Thermen und Bädern sind ein wichtiger Faktor für den Tourismus, die Gesundheitswirtschaft und die Lebensqualität der Bevölkerung. Und natürlich, Sie sprechen das an, in der Corona-Krise stehen die prädikatisierten Heilbäder und Kurorte vor sehr hohen finanziellen Herausforderungen durch die Schließung von Betrieben und Einrichtungen sowie auch durch das Wegbrechen der Kurabgabe. Vor diesem Hintergrund unterstützt das Land die Heilbäder und Kurorte durch einen teilweisen Ausgleich von Corona-bedingten Einnahmeverlusten. Hierfür ist aus dem für die Kommunen eingeplanten Anteil aus dem Gute-Zukunftssicherungsgesetz ein Betrag von bis zu 15 Millionen Euro für den Zeitraum 2020 bis 2022 als Corona-bedingte Hilfe vorgesehen. Das ist Teil des Kommunalpakts aus dem Sondervermögen. Im Dezember 2020 wurde im ersten Schritt ein Gesamtbetrag von 5 Millionen Euro an die hessischen Heilkurorte gezahlt, nach dem üblichen Verteilungsschlüssel des Bäderpfennigs, so heißt er noch aus alten Zeiten. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass die Orte stabilisiert werden können, die Finanzen der Orte stabilisiert werden können. Für die betroffenen kommunalen oder privaten Unternehmen gibt es auch weitere Hilfen. Die Thermen- und Bäderbetriebe in kommunaler Trägerschaft können die November- und Dezemberhilfen in Anspruch nehmen. Das ist neu im Vergleich zu den sonstigen Hilfen, die es vorher gab. Also auch die kommunalen können dort Anträge stellen. Die Einrichtungen in privatrechtlicher Trägerschaft können die Unterstützungsmöglichkeiten der Unternehmensförderung prüfen lassen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch nach der Richtlinie des Landes zur Förderung der regionalen Entwicklung Möglichkeiten, kurspezifische öffentliche Infrastruktureinrichtungen aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln als Projektförderung zu unterstützen. Und Sie wissen, dass wir den Heilbäderverband für seine Aktivitäten auch jährlich unterstützen. Aber keine Frage, das ist eine riesige Herausforderung, die wir da gerade haben, gerade für die Orte, die natürlich auch davon leben, dass Menschen unterwegs sind. Und wir wollen ja momentan zur Eindämmung der Pandemie, dass Menschen möglichst wenig unterwegs sind. Und da beißt sich sozusagen das eine und das andere. Vielen Dank. Zusatzfrage, Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank für die Antwort. Sie haben ja vielleicht eine Prognose, wie
es weitergehen könnte, was die Maßnahmen betrifft, die auch die Hallbäder und die Thermen betreffen. Und Sie sind ja sicherlich auch im intensiven Austausch mit den Betreibern, den Einrichtungen, dem Verband, den Kommunen. Wie sehen Sie denn da die, glauben Sie, dass die Maßnahmen da ausreichen werden oder dass man da noch mal nachsteuern muss? Weil ich unterstelle mal, dass das auch Ihr großer Wunsch ist, wie auch meiner, dass wir das alles auch nach der Pandemie noch weiterhin haben und nutzen können. Herr Minister, darf ich bitte? Herr Abgeordneter, es gibt da unterschiedliche Situationen, je nachdem, was der Schwerpunkt des jeweiligen Ortes ist. Es gibt viele, die sich in den letzten Jahren vom, ich sag mal, Reha- und Kurbereich Richtung Wellness entwickelt haben. Das ist eigentlich der richtige Weg gewesen, aber der genau liegt momentan weiter brach. In anderen Bereichen ist es ja so, dass jetzt im zweiten Lockdown elektive Eingriffe beispielsweise nicht in dem Maße verschoben wurden wie im ersten. Dementsprechend gibt es auch wieder sozusagen Reha-Maßnahmen, die hinten dran sind. Denen geht es jetzt teilweise besser, nicht gut, aber besser als noch im März und April. Insofern kann man das so pauschal für die ca. 30 Orte nicht beantworten. Aber natürlich setzen wir alles daran, dass wenn es wieder gesundheitlich verantwortbar ist, dass man dann auch wieder Mobilität in Anführungszeichen zulassen kann und dann Menschen auch Lust haben, ihren Ort zu verändern und mal was anderes zu sehen, so wie wir hier ja auch, als nur die eigenen vier Wände und dementsprechend dann auch dazu beitragen, dass am Ende genau diese Orte wieder in eine bessere Situation kommen. Aber die Situation momentan ist herausfordernd. Ich habe gestern gerade erst wieder zwei Briefe bekommen von Hoteliers und da kann ich Ihnen sagen, der betreibt einer vier Hotels und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, jedes dieser Hotels fängt in irgendetwas an, wo Bad vorne steht. Also uns ist schon sehr klar, dass wir da eine riesige Herausforderung haben. Vielen Dank. Zusatzfrage, Kollege Lenders. Okay. Herr Minister, gibt es denn seitens der Landesregierung noch Überlegungen, bestimmten Gemeinden das Prädikat Bad sozusagen, ja, ich will mal höflich formulieren, nicht mehr zukünftig zu gewähren? Also solche Überlegungen vom Rechnungshof gab es ja schon mal. Herr Minister. Also es gibt ja eine sehr ausgeklügelte Systematik und auch einen Ausschuss beim RP Kassel, der sich mit der Frage beschäftigt, wer sich wie nennen darf. Bad, Kurort, Luftkurort, Erholungsort, mit allem, was so dazugehört. Wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Überprüfungsprozesse, die da regelmäßig vorgesehen sind und auch immer die Frage an die Gemeinde, ob sie das eigentlich noch sein will, auch das gibt es ja, dass die jetzt erstmal ausgesetzt werden, weil sie natürlich in der momentanen Situation beispielsweise nicht gucken können, Stichwort, sind denn die Übernachtungszahlen noch da oder nicht da, muss man erstmal wieder in eine gewisse Normalität kommen. Aber wir würden aus unserer Stelle, aus, sage ich jetzt mal so, nicht in eine Situation kommen, dass wir jetzt politisch forcieren würden, dass irgendjemand irgendein Prädikat aberkannt bekommt. Aber die Bedingungen müssen natürlich in regelmäßigen Abständen nachgewiesen werden. Vielen Dank. Keine weitere Zusatzfrage. Dann kommen wir zur Frage 442. Frau Kollegin Astrid Wallmann. Astrid, bitte. Ich frage die Landesregierung, was unternimmt sie, um attraktive und moderne Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Steuerverwaltung anzubieten? Herr Finanzminister. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, für die Frage. Die hessische Steuerverwaltung bietet ihren Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz und versteht sich als sehr zuverlässige, familienfreundliche und zukunftsgewandte Arbeitgeberin. Durch zahlreiche Maßnahmen sorgen wir für ein Arbeitsumfeld, in dem sich das Potenzial aller Beschäftigten optimal entfalten kann. Die Steuerverwaltung ist eine Teamverwaltung. Ich konnte mich gerade noch vor Lockdown-Zeiten bei einem Neustart davon zu überzeugen, dass das vom ersten Tag an gepflegt wird, in der die kollegiale Zusammenarbeit im Vordergrund steht und die aufgrund der Rekordeinstellungszahlen von 800 Beamtenanwärterinnen und Anwärtern der letzten Jahre stetig für Verjüngung sorgt.
Während der dualen Ausbildung zum Finanzwirt im mittleren Dienst und während des dualen Studiums mit Abschluss Diplom-Finanzwirt im gehobenen Dienst werden die Nachwuchskräfte als Beamtinnen und Beamte auf Widerruf eingestellt und erhalten eine, ich finde, sehr attraktive Vergütung von ca. 1.200 Euro pro Monat. Während der fachtheoretischen Teile des Studiums sind die Anwärterinnen und Anwärter am Studienzentrum in Rothenburg untergebracht und werden dort auch verpflegt. In der Praxis sind die Anwärterinnen und Anwärter in einem der 35 hessischen Finanzämter eingesetzt, in denen sie fachlich und persönlich durch Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Ausbildungserfahrung eng betreut und durch regelmäßige Feedbackgespräche die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit der Auszubildenden hat einen hohen Stellenwert. So gibt es zahlreiche Angebote an Vorträgen, Gesundheitstagen, Workshops und Fortbildungen im Rahmen eines professionellen Gesundheitsmanagements. Besonders hervorzuheben sind die Unterstützungsangebote beispielsweise zum Umgang mit Prüfungsangst durch persönliche Beratung und psychologische Betreuung direkt am Studienort. Nach bestandener Laufbahnprüfung wird allen Diplom-Finanzwirten und Finanzwirtinnen grundsätzlich die Übernahme in das Beamtenverhältnis garantiert. Ich komme vielleicht zum Schluss, gerne noch weitere Nachfragen. All das und vor allen Dingen auch eine ganze Reihe sehr familienfreundlicher Programme, die im Bereich der Frauenförderung so stattfinden, dass es vielen, gerade weiblichen Anwärterinnen und Anwärtern gelingt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, haben dazu geführt, oder wahrscheinlich nicht zuletzt dazu geführt, dass wir im Jahr 2020 beim Studium einer dualen Ausbilderstudie des Wirtschaftsmagazins Kapital zu Deutschlands besten Ausbildern gekürt wurden. Wir freuen uns sehr darüber. Ich glaube, das ist eine tolle Auszeichnung für die großartigen Bemühungen, nicht nur im Ministerium, sondern auch vor Ort, insbesondere natürlich in Rothenburg. Ja, und wir werden auf diesem Weg weitermachen und stehen natürlich auch im Wettbewerb mit vielen anderen Studiengängen, Ausbildungsgängen, sodass wir wissen, dass diese Bemühungen tatsächlich auch zukünftig so bleiben müssen wie in der Vergangenheit und das mit Erfolg dann auch am Beispiel eben der Auszeichnung gezeigt hat. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Fragen, Zusatzfragen? Bitte sehr, Kollege Warnecke, Thorsten Drück. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, ich darf nachfragen. Die erfolgreiche Ausbildung, von der Sie gesprochen haben, führt offenkundig zu Abwerbeversuchen im Bereich der Steuerberatung von Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Wie begegnen Sie dieser Konkurrenz? Herr Minister. Ja, Sie haben recht. In meinem früheren unternehmerischen Umfeld habe ich das auch erlebt. Aber ich darf sagen, das gibt es auch wechselseitig. Und ich glaube, im Moment muss man mal schauen, ob diese Krise und wie sie auch auf dem Arbeitsmarkt wird. Mein Eindruck ist, das gilt nicht nur für den Bereich, über den wir hier gerade sprechen, dass der öffentliche Dienst an Attraktivität gewonnen hat. Und insofern muss man schauen, ob das noch Zahlen sind, die relevant sind, dass es im Einzelfall immer wieder mal vorkommt, ist ja auch am Ende kein Schaden für die deutsche Steuerverwaltung und Politik, wenn dort auch mal ein gewisser Austausch stattfindet. Aber ich bin eigentlich gelassen, vor allen Dingen mit Blick auf die letzten Anstellungszahlen. Wir scheinen ein großes Pfund im Markt zu haben, damit, dass wir Arbeitsplatzsicherheit und Perspektive bieten können. Vielen Dank. Weitere Fragen? Nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 443. Herr Kollege Daniel May, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, auf welche Art und Weise unterstützt sie die Schulen bei der Antragstellung für das Programm Pädagogisch Selbstständige Schule in Zeiten der Corona-Pandemie? Herr Abgeordneter May, die Schulen wurden in einem Schreiben vom 23. November 2020 über die Möglichkeit informiert, dass Unterlagen, Konzepte und Dokumente, die im Rahmen der Antragstellung auf Umwandlung in eine pädagogisch selbstständige Schule eingereicht werden sollen, aufgrund der momentanen pandemiebedingten Lage auch noch nach dem Stichtag 1. März 2021 vorgelegt werden können. Vor der Antragstellung können sich interessierte Schulen durch die Schulaufsichtsbeamtinnen und Beamten der staatlichen Schulämter, die Schulentwicklungsberaterinnen und Berater sowie durch die Versuchsschulen des Landes Hessen beraten lassen. Auf diese Unterstützungsmöglichkeit haben wir die Schulen Ende November noch einmal hingewiesen. Darüber hinaus wurde in dem Schreiben vom 23. November 2020 angekündigt, dass aufgrund der besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie ein weiterer Termin zur Antragstellung und Umwandlung zum 1. Februar 2022 geprüft werde.
Mit einem Erlass vom 11. Januar 2021 ist diese zusätzliche Möglichkeit einer Umwandlung zur pädagogisch selbstständigen Schule zum 1. Februar 2022 inzwischen festgeschrieben worden. Damit gewinnen Schulen für die Antragstellung zusätzlichen Vorlauf und so gewinnen wir insgesamt Flexibilität darin, dieses Vorhaben auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie erfolgreich weiterzuführen. Vielen Dank, Herr Minister. Jawohl, Kollege May, Zusatzfrage. Ja, Herr Minister, vielen Dank. Ich würde mich noch dafür interessieren, worin bestehen die wesentlichen Entwicklungsvorhaben der ersten pädagogisch selbstständigen Schulen, die es also bisher schon beantragt und genehmigt haben? Herr Minister. Herr Abgeordneter, wir hatten ja bisher einen Stichtag, das war der 1. August 2020. Also die Anträge datierten natürlich auch noch aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Da waren es insgesamt 14 Schulen, die in pädagogisch selbstständige Schulen umgewandelt wurden. Das waren 9 Grundschulen, ein Gymnasium, eine Haupt- und Realschule und 3 kooperative Gesamtschulen. Und diese ersten pädagogisch selbstständigen Schulen haben als Schwerpunkte für die Unterrichtsentwicklung mehrheitlich das Unterrichten in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen gewählt. Es gibt ja 4 mögliche Entwicklungsvorhaben, die pädagogisch selbstständige Schulen verfolgen können. Der jahrgangsübergreifende Unterricht ist eine dieser möglichen Schwerpunkte. Und dazu gehört auch die stärkere Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern in die Gestaltung des Unterrichts. Dann ein weiteres mögliches Entwicklungsvorhaben ist ja der fächerübergreifende Unterricht. Das haben sich auch einige Schulen als Entwicklungsvorhaben gesetzt. Da kann ich jetzt die Zahl aus dem Kopf nicht nennen. 4 der 14 Schulen haben sich für das Entwicklungsvorhaben entschieden, Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung über Lernfortschritt und Leistungsstand in Form einer schriftlichen Bewertung anstelle von Ziffernoten zu geben. Und dann gibt es noch viele zusätzliche Vorhaben, mit denen Schulen das unterstützen können. Die liegen im Bereich der Medienkompetenz, der Förderung der Bildungssprache Deutsch, dem Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen oder auch dem sprachsensiblen Fachunterricht. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Fragen dazu gibt es nicht. Dann kommt die Frage 444, Abgeordneter Christoph Degen, SPD-Fraktion. Christoph, bitte. Ja, Herr Präsident, ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen in Bezug auf die Bildungsgerechtigkeit, insbesondere in Abgrenzung zu einem strukturierten Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, die Maxime der Hessischen Landesregierung war und ist bei allen Maßnahmen, die den Unterricht unter den obwaltenden Umständen der Corona-Pandemie betreffen, so viele Unterrichtsangebote in Präsenz vorzuhalten, wie es angesichts der Infektionslage vertretbar ist. Die dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens sowie die Orientierung an den jeweils neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bedingen, dass die Regierungen aller Länder und die Bundesregierung ihre Entscheidungen regelmäßig überdenken und gegebenenfalls auch anpassen müssen, sobald neuere Erkenntnisse vorliegen oder sich die pandemische Situation verändert. Die politische und fachliche Bewertung, welche Anpassungen konkret erforderlich sind, wandelt sich aufgrund der Dynamik der Pandemie und der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht selten noch während der Entscheidungsprozesse. Deshalb bleibt es unausweichlich, dass die Lage immer wieder neu bewertet und Maßnahmen auch sehr kurzfristig angepasst werden müssen. Und diese Maxime, die ich Ihnen jetzt quasi als Vorbemerkung erläutert habe, bildet für die Hessische Landesregierung ebenfalls die Grundlage für die Gespräche mit dem Bund und den übrigen Ländern. Bei diesen Gesprächen der Regierungschefinnen und Regierungschefs werden selbstverständlich auch die wissenschaftliche Einschätzung der Fachleute und die infektiologische Gesamtlage in den Blick genommen. Die schulische Perspektive, also die Frage, was wir unter pädagogischen Gesichtspunkten für wünschenswert halten, kann dabei auch maßgeblich durch die gesundheitsfachlichen Aspekte überlagert werden. Auf dieser Basis haben sich die Regierungschefinnen und Chefs der Länder und die Bundeskanzlerin zuletzt am 19. Januar 2021 darauf verständigt, dass bezüglich der Schulen ihr Beschluss vom 5. Januar 2021 bis zum 14. Februar 2021 fortgeführt werden soll. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen bleiben oder die Präsenzpflicht ausgesetzt werden soll. Und für Abschlussklassen sieht der eben erwähnte Beschluss vor, dass gesonderte Regelungen getroffen werden können. Dabei war und ist die Leitmaxime, auch in den Schulen die Kontakte deutlich einzuschränken, was in die von den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin verkündete Leitlinie mündete. Kinder sollen in dieser Zeit, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. Ich habe schon immer gesagt, das ist etwas, was aus der Sicht eines Kultusministers nicht wünschenswert sein kann. Aber diese Entscheidung, die auf Grundlage der infektiologischen Lage und der Einschätzung der Fachleute erfolgt, wird ja nicht leichtfertig getroffen.
Und man muss aber sehen, dass nach diesem Beschluss vom 19. Januar kein Spielraum für einen strukturierten Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht besteht. Alle Regierungschefinnen und Chefs haben mit diesem Beschluss für den Zeitraum bis zum 14. Februar 2021 beispielsweise auch gegen die Möglichkeit eines Wechselunterrichts votiert. Und daher wurde in Hessen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 die Präsenzpflicht ausgesetzt und ab Jahrgangsstufe 7, mit Ausnahme der Abschlussklassen, werden die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Distanzunterricht beschult. Das trifft nicht nur auf Hessen, sondern auf alle Länder zu, weshalb wir auch großen Wert auf die Abstimmung zwischen den Ländern, zum Beispiel auf Ebene der Kultusministerkonferenz, sowie die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin legen. Und bei all diesen schwierigen Entscheidungen der letzten Monate bewegt sich die hessische Landesregierung immer in dem Spannungsfeld, einerseits den Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich zu erfüllen und andererseits die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Dass diese Entscheidung der Landesregierung für Hessen richtig war, zeigt bislang auch die Präsenzquote der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 1 bis 6, die hessenweit bei rund 20% liegt. Für die hessische Landesregierung bleibt jedoch weiterhin das Ziel, so viel Präsenzunterricht wie möglich und infektiologisch vertretbar anzubieten. Daher wird die hessische Landesregierung auch, wenn und sobald, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin aufgrund ihrer epidemiologischen Einschätzung eine Öffnung der Schulen für vertretbar halten, wieder mehr Präsenzunterricht zulassen. Und das schließt ausdrücklich auch die Option, einen Wechselunterricht anzubieten, wenn dies vertretbar erscheint. Sie kennen die Sätze, die wir dazu in diesem Haus schon mal ausgetauscht haben. Ganzer Unterricht ist besser als halber, halber Unterricht ist besser als gar keiner. Aber was wir davon anbieten können, das bestimmt im Moment noch immer die epidemiologische Lage. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt habe ich eine Reihe von Zusatzfragen. Fangen wir erstmal hier an, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Minister, für die Beantwortung der Frage von Herrn Degen. Ich hätte eine Nachfrage. Was glauben Sie denn, was in dem sogenannten Präsenzunterricht vor allen Dingen an den Grundschulen aktuell stattfindet? Und würden Sie das als Unterricht bezeichnen? Herr Minister. Ja, Frau Abgeordnete Kula, die Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht, das ist ja das, was wir im Moment haben, aber auch der Distanzunterricht in seiner Reihenform, zielen darauf ab, den Schülerinnen und Schülern einen kontinuierlichen Lernrhythmus zu ermöglichen, wenn vor dem Hintergrund der Pandemie kein Präsenzunterricht angeboten werden kann, was, wie gesagt, natürlich immer unser übergeordnetes Ziel bleibt. Jetzt im Moment, mit Beginn der Aussetzung der Präsenzpflicht, erhalten die Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht. Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 kann der Lernort für die Teilnahme am Distanzunterricht variieren. Das ist das, was ich damit zum Ausdruck gebracht habe. Der Distanzunterricht ist der Maßstab. Aber der Distanzunterricht kann eben wirklich erfolgen, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind. Aber für Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Familie betreut werden können, wird die Möglichkeit geschaffen, die Aufgaben des Distanzunterrichts im Rahmen einer betreuten Lern- und Übungszeit in der Schule zu bearbeiten. Das ist ähnlich wie auch im Rahmen des Distanzunterrichts beim Wechselmodell. Und Schülerinnen und Schüler, deren Eltern die Betreuung zu Hause übernehmen können, bearbeiten die Aufgaben des Distanzunterrichts zu Hause. Das bedeutet, bei dem aktuell angebotenen Unterricht in der Schule für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 handelt es sich sehr wohl um Unterricht, aber nicht um einen regulären Präsenzunterricht wie in der Schulzeit, wenn alle Schülerinnen und Schüler regulär die Schule besuchen können. Wir wollen in dieser Situation eine Gleichwertigkeit der Unterrichtsformen herstellen, auch mit Blick auf die Situation, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder alle zusammen in der Schule sind, damit sie alle mehr oder weniger auch auf dem gleichen Niveau weitermachen können. Folglich werden allen Lernenden Arbeitsaufträge und Material zur Verfügung gestellt und der Lernfortschritt wird begleitet und überprüft, unabhängig davon, ob sie ihre Aufgaben in der Schule oder zu Hause bearbeiten. Das heißt, die Inhalte und die fachliche Begleitung im Distanzunterricht sind identisch, unabhängig davon, wo der Lernort ist bzw. wo die Aufgaben bearbeitet werden. Und für beide Formen stehen die Klassenlehrkraft und die Fachlehrkräfte zur Verfügung. Sie planen, strukturieren, organisieren und begleiten den Distanzunterricht, auch im Sinne von Beziehungsgestaltung, pädagogischem Feedback, Kontrolle von Arbeitsergebnissen, Klärung von Fragen und so weiter, der entweder zu Hause oder im Rahmen der betreuten Lern- und Übungszeit in der Schule stattfindet. Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe jetzt noch den Kollegen Pössi mit einer Zusatzfrage und dann hat der Kollege Degen noch zwei, wenn er möchte. Bitte sehr, Kollege Pössi. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Habe ich Sie richtig verstanden? In der Frage ging es auch um die Bildungsgerechtigkeit. Über den Moment hinaus, in dem wir uns befinden, sind ja die Schüler unterschiedlich von der aktuellen Situation betroffen. Es gibt welche, für die es nicht so problematisch und andere werden Wochen und Monate zurückgeworfen. Heißt es, dass es aktuell und auch geplant keine begleitenden Maßnahmen gibt und für die
Schülerinnen und Schüler, die besonders betroffen sind von der aktuellen Situation, entweder wegen des häuslichen Umfelds oder Online-Zugang und so weiter, dass es keine begleitenden Maßnahmen gibt für diese Schülerinnen und Schüler, damit sie besser mit der aktuellen Situation umgehen können. Herr Minister. Abgeordneter Pürsün, in der gegenwärtigen Situation unter den Bedingungen der Pandemie und des notwendigen Distanzunterrichts tun wir einfach oder leisten die Schulen, was im Distanzunterricht möglich ist. Wenn die Kinder wieder in die Schule zurückkehren können, dann werden wir auch sehen, welche Gruppen besonders betroffen sind, dass sie möglicherweise zurückgefallen sind oder Lerndefizite mitbringen. Und dann haben wir schon eine ganze Menge Planungen, wie wir das kompensieren können. Beispielsweise, das haben Sie schon von mir gehört, über die verschiedenen Ferienangebote, wie wir sie im letzten Jahr schon entwickelt haben, wie wir sie in diesem Jahr auch ganz bestimmt wieder anbieten werden. Oder natürlich dann auch über zusätzliche Förderangebote, Förderkurse, eventuell per Nachmittagsunterricht oder wie immer man das dann organisieren kann. Dafür werden wir Geld zur Verfügung stellen. Dafür wird es entsprechende Möglichkeiten geben. Nur die Voraussetzung dafür, dass wir das alles sozusagen ans Kind heranbringen können, ist, dass die Kinder wieder in die Schule dürfen. Vielen Dank. Zusatzfrage, Christoph Degen, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kultusminister, für Ihre Ausführungen, wenngleich ich nicht nach den Voten der anderen Ministerpräsidenten und der Kanzlerin gefragt habe, sondern nach eigentlich Ihrer persönlichen Einschätzung dazu. Ich will aber noch mal vor allem auf Frau Kulas Nachfrage zurückkommen und fragen. Sie haben ja sich selbst zitiert, noch im Dezember, ich glaube am 10. Dezember war das hier in der Debatte, haben Sie ja gesagt, Sie haben es eben zitiert, ganzer Unterricht ist besser als halber Unterricht in Bezug auf das Wechselmodell, das wir gefordert hatten, das Sie abgelehnt haben zu diesem Zeitpunkt. Wie viel Unterricht findet denn aus Ihrer Sicht jetzt statt für alle, die im Distanzunterricht sind? Ist das halber Unterricht, ist das weniger Unterricht? Wie würden Sie das in Ihrer gewohnten Begrifflichkeit jetzt ausführen? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, ich sehe ein, ich hätte den Satz korrekt formulieren sollen. Ganzer Präsenzunterricht ist besser als halber Präsenzunterricht und halber Präsenzunterricht ist besser als gar kein Präsenzunterricht, weil natürlich auch im Distanzunterricht Unterricht stattfindet. Das war die Frage von Kollegin Kula, die ich auch entsprechend beantwortet habe. Aber ja, wir halten den Präsenzunterricht grundsätzlich für die vorzugswürdige Alternative. Und deswegen hatten wir auch die Debatte über den Wechselunterricht. Solange wir noch in der Lage waren, einen mehr oder weniger vollständigen, also im eingeschränkten Regelbetrieb, Präsenzunterricht anzubieten, war das natürlich die vorzugswürdige Möglichkeit gegenüber einem Wechselunterricht, bei dem sich die Präsenzzeit entsprechend reduziert hätte. Aus der heutigen Situation heraus betrachtet, wo die Schülerinnen und Schüler zum überwiegenden Teil eben nicht in der Schule sein können, ist natürlich, wenn wir wieder zurückkehren können, wenigstens in einen Wechselunterricht, ist das ein Fortschritt in der Form der Steigerung der Präsenzzeit und deswegen aus der heutigen Perspektive natürlich ein erstrebenswertes Ziel. Auch wenn ich immer sage, dass ist, wenn, dann ein Durchgangsstadium in meiner Vorstellung, um möglichst bald auch wieder zu einem möglichst vollständigen Präsenzunterricht zu kommen. Vielen Dank. Eine Zusatzfrage gibt es noch. Christoph Degen, bitte. Ja, besten Dank für die Klarstellung, Herr Kultusminister. Ich möchte noch eine Nachfrage stellen, und zwar im Hinblick auf die Debatte hier am 10. Dezember, wo Sie der SPD und den Linken vorgeworfen haben, Sie, wir würden einen Popanz aufführen mit unserer Forderung nach dem Wechselmodell und Sie würden Einheitslösungen ablehnen. War das aus Ihrer heutigen Sicht und dem Bewerten des Infektionsgeschehens damals möglicherweise falsch, den konsequenten Wechselunterricht abzulehnen, noch Mitte Dezember? Herr Minister. Nein, man muss das ja immer aus der jeweiligen Situation heraus betrachten. Das war ja auch der Sinn meiner Antwort auf die vorherige Frage. Damals waren wir in der Situation, dass wir im Grundsatz einen eingeschränkten Regelbetrieb anbieten konnten und nur punktuell aufgrund von Anordnungen der Gesundheitsämter ja auch bereits in vielen Orten in Hessen Wechselunterricht hatten. Es war das Maximum, was wir an Präsenzunterricht in dieser Situation gewährleisten konnten. Danach hat sich die infektiologische Lage verändert. Deswegen haben die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin ja dann am 13. Dezember auch gesagt, wir müssen in einen sogenannten harten Lockdown gehen insgesamt. Und jetzt ist völlig klar, die Schulen haben natürlich an der gesellschaftlichen Entwicklung teil. Das heißt, solange wir in der Gesellschaft auch eine entsprechende Öffnung haben, deswegen hat die Kultusministerkonferenz ja auch erklärt, wenn es wieder zu Öffnungen kommt aus diesem harten Lockdown, aus dem gegenwärtigen Lockdown heraus, dann müssen die Schulen als Erste mit dabei sein. Aber es ist klar, wenn die Infektiologie
epidemiologische Lage es gebietet, dass wir einen insgesamt über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg einen Lockdown machen müssen, dann können sich die Schulen dem eben auch nicht entziehen, auch wenn die Kultusministerinnen und Kultusminister das natürlich alles höchst bedauerlich finden. Und insofern haben wir jetzt einfach eine ganz andere Lage. Und wenn die sich wieder verändert, dann wird auch wieder Raum für regionalspezifische Lösungen sein. Und wie gesagt, für mich ist immer die Lösung vorzugswürdig, die das unter den gegebenen Umständen maximal Mögliche an Präsenzunterricht gewährleistet. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist die Fragestunde beendet.